Paste-Up hat mir halt ermöglicht, dass ich zu Hause mit viel Ruhe und Zeit ein Bild machen konnte, was ich wirklich machen wollte. Und dann das relativ schnell auf die Straße bringen konnte. Das heißt, ich wusste, ich habe ein bestimmtes Endergebnis. Das war safe auf jeden Fall. Eigentlich habe ich lange Zeit gesprayt, in der, also als man so 14, 15, 16 war, in so der Sturm- und Drang-Phase. Und war aber technisch scheiße, muss man sagen. Ich war einfach technisch überhaupt nicht gut und habe mich aber immer geärgert, dass ich das, was ich auf Papier mache, nicht so umgesetzt bekomme, wie ich es gerne an der Wand haben möchte. Also ich habe halt angefangen mit Graffiti. Und irgendwann hat sich halt dahin entwickelt, dass ich halt immer Sticker gemacht habe. Und irgendwie ging es ja von Sticker zum Paste-Up. Also ich habe dann so ein Outline-Stencil, zum Beispiel für das Hemd, das lege ich dann da drauf und dann schattiere ich da drin freihand. Dann habe ich das nächste Outline-Stencil für den Arm, dann mache ich hier die Schattierung freihand und hier. Dann habe ich für jeden Teil, der in einer anderen Farbe ist, habe ich einen Umriss-Stencil. Das war echt schlimm, als ich den gezeichnet habe. Ich brauchte halt eigentlich eine Vorlage. Und dann habe ich überlegt, so googelst du jetzt pinkelnder kleiner Junge, 6 Jahre alt oder so. Und ich hab das ein paar Mal bei Google eingetippt und habe mich dann nicht getraut, irgendwie Enter zu drücken. Weil ich dachte irgendwie so, dann kommt die Polizei und will hier irgendwie Pädophile verhaften oder so. Und dann habe ich mich halt einfach an so Größentabellen gehalten und habe das dann so grob improvisiert. Paste-Ups sind ja nicht wirklich, wird nicht wirklich hart bestraft. Das ist halt eher so ein Kavaliersdelikt. Das ist so, als wenn du irgendwo hinpinkelst oder bei Rot über die Ampel gehst, kriegst du halt eine kleine Strafe. So. Das war's dann. Weil du es halt wieder entfernen kannst. Aber sobald du halt eine Dose in der Hand nimmst, ist es halt Sachbeschädigung. Und dann ja, wird es hart bestraft. Also mit Paste-Ups bewegt man sich ja so ein bisschen in der legalen Grauzone. Aber für mich ist einfach wichtig, dass ich mein Lebensumfeld und auch das Lebensumfeld meiner Mitmenschen ein bisschen vermenschliche. Da, wo das Geld sitzt, da wird entschieden, wie mein Leben aussieht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und gut, jetzt mache ich halt Paste-Ups und jeder, der daran vorbeigeht, kann das ja zerstören, kann das abmachen. Irgendjemand kann das übermalen, das ist dann deren Recht und das ist halt die Freiheit, die ich mir nehme, die ich dann aber auch anderen Einräume in dem Moment durch das Medium Paste-Up. Die Frage, wie du es halt machst, meine Sachen kriegst du zum Beispiel mit einem Spachtel und warmem Wasser wieder ab. Wenn du jetzt hingehst und Latex unter den Kleister mischst, dann ist das wie Beton, das kriegst du nie wieder ab. Von daher ist ja die Legalität, dann definiert sich über den Grad, das finde ich jetzt, das, wie weit greifst du in das ein, wo du es halt dranhängst. What I do. What I do, da da do, da da do. What I do, what I do, da da do, da da do. Ooh.
Ja, Inspiration kommt aus den unterschiedlichsten Ecken für mich. Von der Außenwelt so. Das, was ich halt so wahrnehme in den Medien oder Umkreis. Vieles findet sich, glaube ich, darüber, indem man alles mal so einen Schritt weiter denkt. Aber ich glaube, viele Ideen nehme ich einfach nur aus dem Alltäglichen. Manchmal ist es auch, dass ich in der Stadt rumlaufe und an der Fläche vorbeikomme und einfach denke so, ah, da muss das hin. Da fehlt das. Zielgruppe gibt es nicht. Das gibt es nur in der Werbung. Angesprochen ist der, der sich angesprochen fühlt. Das ist nichts, was man irgendwie gesellschaftlich oder alterstechnisch oder berufsbedingt an irgendetwas festmachen kann. Das ist einfach Geschmackssache. Das ist so bei Kunst nur einfach immer so. Meine Paystubs mache ich eigentlich, indem ich die Bilder vorher auf Overhead-Projektorfolie zeichne und dann über einen Projektor großformatig auf Tapete projiziere und die dann mit dem Stift nachzeichne. What I do, what I do, da da do, da da do. What I do, what I do, da da do, da da do. What I do. What I do, da da do, da da do. Gehst ja raus, klebst das Ding an, gehst weg. Und du kriegst ja jetzt nicht direkt mit, dass irgendjemand vor dem Bild stehen bleibt oder dass das irgendjemandem auffällt. Und ich muss sagen, ich wundere mich bis heute immer noch irgendwie, wenn mich jemand anschreibt oder das mitkriegt, was ich mache und sich dann zurückmeldet und sagt, hey, ich habe das und das gesehen, das finde ich total gut und das ist voll schön. Es sind halt Leute, die freuen sich immer so, oh cool, mach weiter so. Und viele fragen auch mal so, ob ich auch Ausstellungen mache, halt so, ja, sind halt immer so Fragen über den Künstler dann. Negative Erfahrungen habe ich eigentlich gar keine, muss ich sagen. Ich glaube, dafür ist es den Leuten dann in erster Linie, wenn es ihnen schon nicht gefällt, ist es ihnen, glaube ich, dann aber auch gleichzeitig direkt egal. Ich denke, dass die Situation, wie sie jetzt ist im Moment, als Paste-Up-Artist ist es voll in Ordnung. So, weil du kriegst jetzt nicht allzu großen Stress, wenn du erwischt wirst. Du wirst jetzt nicht irgendwie 10.000 Euro zahlen müssen. Und es gibt fantastische Künstler, die das machen. Und aus meiner Sicht gibt es eigentlich keinen Grund, das nicht zu tun.